Moin Leute, herzlich willkommen zum Eisvlog. Bei den letzten Videos hat euch Nathalie und Jonas schon ein bisschen was über 90 Grad Linksbiegen und Rechtsbiegen gezeigt. Wir beschäftigen uns heute mit dem 45 Grad Linksbiegen. Wofür das verwendet wird, das seht ihr jetzt. Und wie er so schöne 45-Grad-Bögen auf Maß macht, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal ran. Und zwar lege ich mein Kupferrohr jetzt hier an den Anschlagspunkt und übertrage das Maß von 100 mm hier auf mein Kupferrohr an. Ihr seht es ja schon, ich habe es mir schon vormarkiert. Damit ich das in meine Biegezange einlegen kann, muss ich jetzt noch die Hälfte des Biegeradius von dieser Markierung abziehen. So, hast du das drauf? Lege das markierte Kupferrohr jetzt in meine Biegezange ein. Links biegen, wisst ihr ja schon von Nathalie, dass wir die linke Seite beibehalten wollen, das, was wir angezeichnet haben, und ziehe jetzt die 0 Grad vom Schlitten auf die 45 Grad des Konus. Und somit haben wir den Scheitelpunkt oder auch Mitte Rohr markiert, lege das hier zur Kontrolle nochmal an und sehe ganz genau, dass mein Bogenmitte oder auch mein Scheitelpunkt direkt in der Mitte ist. Und wie ihr das jetzt genau nochmal macht, das seht ihr jetzt in der Animation. Hier ein Kupferrohr mit der bekannten Länge. Links haben wir einen Anschlagspunkt durch eine Muffe. Von dem Punkt aus wollen wir auf 200 mm einen 45-Grad-Bogen biegen. Daher machen wir eine Markierung bei 200 mm. Von dort aus ziehen wir noch die Hälfte des Biegeradius ab und machen links daneben die zweite Markierung für die 0 Grad. Nun legen wir auch schon die Biegezange an. Beim Linksbiegen bleibt die linke Seite von den 0 Grad erhalten, also hier die 200 mm. Die rechte Seite hingegen verändert sich. Nun biegen wir den 45 Grad Bogen. Dabei sollten die 45 Grad vom Formrad und die 0 Grad vom Schlitten sich treffen. Und fertig ist der Bogen. Das Maß X hat sich dabei ergeben. Auch hier haben wir eine Faustformel angewandt. Beim Linksbiegen 90 Grad nehmen wir den ganzen Radius. Halbieren wir jetzt unseren Biegewinkel, so halbieren wir auch den Radius, sodass wir beim 45 Grad Linksbiegen die Hälfte des Biegeradius benutzen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt dran, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.